So, welcome hier am Boulder Beach in Simonstown. Hier Hello. Soll auch der Pinguinstrand sein. Noch haben wir keinen gesehen. Doch, einen haben wir schon gesehen, außerhalb. So, einen außerhalb. Außerhalb haben wir schon einen gesehen. Und jetzt marschieren wir mal hier ein bisschen entlang. Schön, ne? Die Steinformation wirklich so ein bisschen super wie schön, Thailand. Super schön. Hä? Toll hier. Und man kann hier sogar baden gehen. Ich glaube, das Wasser Hätten ist sogar ganz angenehm gewusst. Warm. Ja, ich kann dir die Sachen noch holen vom Badesachen. Ja, ich glaube, der Wind ist, wenn du rausgehst, musst du dich sofort umziehen. Hä? Ah. Also wenn so, jetzt geht hier witzigerweise, waren wir erst im Park drin, wo wir uns einen Eintritt bezahlt haben. Dann kommst du direkt unten an den Beach, den ihr gerade hier im Video gesehen habt. Und dann muss man noch mal raus. Guck mal hier. Was bist du denn? Was bist du denn? Und weg. Was bist du denn? Süß. Und dann muss man hier entlang laufen. Oh, ja, guck mal, Hundi. Na, davor hat er Angst wahrscheinlich. Hm. Was bist du denn? Hey, Mausi. Hey, Schnucki. Schnucki, wer bist du denn? You want to catch him now? Schnucki. Cool ist, jetzt sind wir, wie gesagt, hier außerhalb und dann muss man wieder außerhalb rum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da hinten gleich nochmal die Eintrittskarte abgefragt wird. Oder ja ob du, man ne? einfach hier entlang laufen könnte, ohne Eintritt zu bezahlen. Aber gut, ist ja auch okay, die 10 Euro, 10 Euro pro Person. Ja, dafür, dass man dann wieder den Naturpark hier unterstützt, ist das ja auch vollkommen okay. Ja. Und denke ich, kann man machen, selbst wenn es jetzt hier kostenlos gehen würde vielleicht. Finde ich trotzdem, kann man machen. Guck mal hier runter, das ist nämlich der Strand, da müssen wir nachher nochmal rein, da können wir nachher nochmal rein, da kann man bis da hinten durchlaufen. Und ich wirklich kann mir jetzt schön, vorstellen, ne? ja. dass du da hinten am Strand durch die Steine, durch den Park ganz bis runterlaufen kannst. Ja. Und oben stehst du nur auf einer Aussichtsplattform. Blick hier ist schon ein Besuch wert hier. Muss ich wirklich sagen. Ja, da ist schon der erste. Guckt mal da hinten, da steht er. Ja, der macht sie halt ein bisschen der sauber. Der macht sie sauber, der ist aber weit weg vom Wasser. Guckt mal hier, der ist weit weg vom Wasser. Jetzt noch einer in der Kuhle drin. Süß, ne? Und der macht es umgekehrt. Wir gehen Pinguine gucken, er geht Menschen gucken. Der hat ein Ei da drin liegen. Ja, wollte ich gerade sagen, die brüten nämlich. Der brütet da. Oh, wow. Geil. Da jetzt liegt ein hat der Ei andere drin. Auch wahrscheinlich rechts. Ja. Oh, wow. Das ist wirklich direkt neben den Wegen, wo man sitzt, wo wir laufen. Da sind die schon und brüten. Toll. Ja. Wirklich toll. Jawohl, wir haben Miami. Das genau so. Voll im Wind. Aber es ist auch gerade echt ein Peeling hier, gell? Ja, es ist echt ein Sun-Peeling hier gerade mit dem Wind. Wahnsinn. Ja, ich bin da gespannt, ob man uns überhaupt hört bei dem Wind hier. Auf der Kamera. Guck mal, da steht es überall. Er passt wahrscheinlich auf, dass hier der Nebenbuhler eben nicht das Mädel ausspannt, oder? Guck mal, da hinten ganz, ganz viele. Ui, der Wind, ja Wahnsinn. Guck mal hier, nochmal, Menschen gucken, Pinguine, Pinguine gucken, Menschen. Der da hinten? Ja, der tanzt ein bisschen für seine Mädels hier, guck mal. Guck mal, Pärchen. Dem geht's gut da auf dem Stein, der vordere. Ja, heftig Fiederpflege betrieben. Da unten betreiben sie mal kräftig Fiederpflege. Und da kommt einer vom Gebüsch oben raus. Ah, da hinten kommt einer vom Gebüsch, den siehst wahrscheinlich nicht. Der war vielleicht so, mit seiner. Der war vielleicht oben, wo wir gesehen haben, zum Brüten.
Aber ist das nicht zu heiß für den Sand? Zum, ne, sonst würden sie nicht da liegen. Ja, stimmt. Ja, schaut mal hier nochmal. Ganz, ganz viele. Moment, ich mach mal kurz ein bisschen Zoom raus. Da hinten geht es jetzt hier. Wo geht's hin? Ab zur Jagd oder wie? Ab ins Meer? Guck mal, die zwei marschieren jetzt zum Jagen. Oder? Gucken sie nur nach dem Meer. Ob sie sich einen schönen Platz am Strand raussuchen. Ah? Jetzt hat er sich gerade einen in den anderen von hinten angestupst. Come on, baby, we go to the sea. Das ist ein hübscher, ne? Ganz hübscher. Ganz und? Wieder ein bisschen überlegen. Wer geht als erstes ins kalte Wasser? Und schnell hinterher. So richtig wollen sie. Ja, guck mal, der vordere. Ja, mutig. Nein, doch nicht mutig. Jetzt ist er halb im Wasser drin. Guck mal. Und der andere hinterher. Und mein Schatz ist gar nicht dabei und sieht es gar nicht. Die ist am Fotorausch und sieht es gar nicht. Kann es gar nicht anschauen. Guck mal hier. Ab ins Wasser. Wahrscheinlich zum Fischejagen. Wupp, drin. Und jetzt geht's auf Jagd. Futter holen. Für die anderen, die brüten. Und weg sind sie. Und die zwei hier. Oh. Ist wie bei Sandra bei mir die wahre Liebe. Oh. Und beschützen sich gegenseitig vor Wind. Weil ja echt kräftiger Wind ist. Man die Augen so beschützen sich. Und ja, die anderen warten teilweise, bis der Partner kommt mit Nistmaterial, haben wir auch schon gesehen. Aber die zwei, die sind doch ganz, ganz herzig, oder? Süß sind die. Wahre Liebe. Und wir glauben auch, soweit was man gelesen hat, ich glaube, die bleiben auch ein Jahr Leben lang zusammen, oder? Ich glaube, ja. Wisst ihr das? Schreibt uns in die Kommentare. Aber ich glaube, die bleiben ein Leben lang zusammen, wenn die sich mal gefunden haben. Aber wer es von euch weiß, gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Mal kurz auf Video, Bann hier. Molting. Während der Mauser wird das komplette Gefieder erneuert. Und einmal im Jahr. Und in dieser Periode können die oder verlieren die Pinguine ihre Wassermöglichkeit. Also dieser Wasserschutz geht dann weg. Und dann müssen sie 21 Tage an Land bleiben, um ihr komplettes Gefieder zu ändern. Mhm. Auch interessant. Ja, das haben wir gerade vorher aufgenommen. African Penguins Gator Before Setting Off to Hunt Fishing Groups. Das heißt auch vorher, die sind gleich mal zu zweit ins Wasser und nicht alleine. Also auf jeden Fall sind die nicht alleine ins Wasser. Und sie schwimmen bis zu 20 Kilometer schnell. Bis zu 20 Kilometer Geschwindigkeit, wenn sie jagen. Nicht schlecht. Uiuiui. Nicht schlecht, ne? Und er ist der einzige Pinguin, der African Penguin, der in Afrika lebt und geboren wird. Also die einzige Art, die es die einzige Art, die es hier in Südafrika gibt und auch hier komplett lebt und gebärt und so weiter. Und wir haben eine internationale Responsibility to take care of its future. Das war praktisch, sie schützen und gucken, dass sie uns auch weiter halten bleiben, die Pinguine. Ganz, ganz süß, ganz toll hier. Mhm. Und, ups, sorry. Und also wirklich
wirklich toll und auch den Eintritt wert, um den Erhalt des Naturparks und der Pinguine definitiv zu gewähren. So ihr Lieben, was bleibt zu sagen? Guckt mal hier mit. Sandra stellt sich kurz hier neben mich. Hier neben mich. Was bleibt zu sagen mit Blick hier hinten auf Boulders Beach? Geh mal ein bisschen höher. Hey. Nee, jetzt bist du weg, jetzt bist du da. Hallihallo. Yes. So, was bleibt zu sagen? Ausflug zum Pinguin, Boulders Beach, Simonstown hat sich gelohnt, oder? Genau, also das ist auf jeden Fall, die, ich glaube 10 Dollar waren das. 10 Euro umgerechnet, Euro. Genau. Vollkommen wert. Ja, absolut. Also wirklich toll. Also machen. War wirklich schön. Also und kommt, jeder machen. Kriegt wirklich auch tolle Fotos. Ja. Wenn du eine gute Kamera hast, kriegst du bestimmt gute. Wir haben sie noch nicht gesichtet, aber wir gehen davon aus. Top! Machen müssen und das Auto gucken. Please check under your cars for penguins. Da kommt der Hundi wieder, von dem wir gerade gesprochen haben. Der nächste Ort ist zum Essen und Trinken. Aber bis dahin, Drink hätte ich immer gern. Bis dahin, guckt mal hier auch, warning, please drive slowly, penguins on roadway. Und nein, das ist kein Pinguin, das hier ist Sandra. Aber ich kann das. Guck mal, Sandra hat so viel Pinguine geguckt, die kann auch laufen wie ein Pinguin. Coole Perspektive hier. Hinter mir die Palme. Gleich mal auch ein Fotoball machen. Ne? Ja, jetzt sitzen wir hier im Scirocco. Auch die ersten Male, dass Kaffee Scirocco hier in Kalk bei. Ja, Scirocco. Scirocco? Scirocco. Scirocco. Und ja, hier haben wir schon was zu essen bestellt. Mal gucken, wie es Essen ist. Guckt mal hier mitten in Kalk bei. Ganz coole Location da hinten mit dem Waggon. Waggon wahrscheinlich, weil direkt dahinter dann auch die Zugstation ist. Das heißt, hier fährt auch der Zug durch. Und jetzt schauen wir mal, was es hier Leckeres gibt. Mojito, natürlich alkoholfrei als Fahrer. Und Sandra kriegt schon hier wieder ein Roséweinchen aus Südafrika. Ja. Ja, hier hast du den alten Waggon ausgebaut als Restaurant bzw. zum Sitzen. Cool gemacht. Sandra vergleicht es schon mit Hamburg. Sag gleich mal, ob sie so gut sind wie bei sich in Hamburg hier. Wir haben fotografieren natürlich Fish and Chips. Yay. Hauen wir jetzt rein. Lecker, lecker, lecker.